Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thomas IFA Garage. Heute in absoluter Spezialmission in Richtung Saalfeld. Ich denke mal, auf diese Folge habt ihr schon eine ganze Weile gewartet. Wir sind mit Sack und Pack, sprich Hänger, Gurten und so weiter bewaffnet. Und wie gesagt, unterwegs zu Robin ins Strahlwerk und können heute im Prinzip die Karosse abholen. Ich habe mich dazu entschieden, die Karosse erstmal dort wegzuholen, weil ich die Karosseriearbeiten von jemand anders machen lassen werde, also nicht bei Classic Constructions. Und ja, das wird heute das Ziel sein, die Mission sein. Ihr seid live dabei, wenn ich hier wahrscheinlich nachher in Tränen ausbreche. Also bis später. Ciao, ciao. Wunderbar Leute, ihr seht, wir sind da, das begehrte Stück, worauf ihr so lange im Prinzip gewartet habt. Jetzt sind wir endlich hier und ich freue mich, dass Robin von Strahlwerk sich noch die Zeit nimmt, Strahlwerk Deluxe, die Zeit nimmt, im Prinzip noch ein bisschen was hier dazu zu sagen, weil ich hatte in ganz vielen Kommentaren halt einfach auch immer so dieses, warum lässt denn das nicht bei einem so im Hinterhof oder hier mobile Strahlkabine und sowas irgendwie machen und nimmst den Weg auf dich und fährst extra bis hierher. Und deswegen haben wir im Prinzip hier einen Fachmann schon am Start, der uns da vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen kann. Weil, wie du mir gesagt hattest, ihr strahlt ja nicht komplett alles mit einem Strahlgut. Genau. Ja? Vielleicht kannst du ja uns mal erklären, welche Stellen vielleicht mit welchem Strahlgut zu behandeln sind und wo da der Unterschied vor allem liegt. Genau. Also erstmal Servus, ich bin der Robin vom Strahlwerk Deluxe. Der besagte Strahlbetrieb, wie man so schön hört. Ja. Das freut uns auch. Die Frage kommt oft auf, warum beim Strahlwerk Deluxe strahlen lassen und nicht, ich sag mal, jetzt beim Wald- und Wiesenstrahler. Gibt es natürlich auch andere gute Strahlbetriebe, um Gottes Willen, wir sind ja nicht der Einzige. Gell? Und es gibt auch gute Entlackungsbetriebe, die chemische Entlackung gut machen. Es gibt immer welche, die machen das mit Leidenschaft und welche, die strahlen halt sonst nur Gartenzäune und Eisenträger. Gell? Das ist wirklich, das ist ein Unterschied. Und es wurde halt viel, gerade in der Vergangenheit, der Fehler gemacht. Es wurde halt einfach zum Wald- und Wiesenstrahler gegangen, der mit Schlacke, mit Korund, mit Quarzsand strahlt. Und da macht man natürlich aus so einer Karosse schnelle Wellblechgarage. Das ist einfach vom Material her gegeben. Das Material ist scharf, das wirkt wie kleine Schmiedehämmer aufs Blech. Das zieht sich und wird länger und dadurch hast du auch eine extreme Wellenbildung. Was auch ein großer Nachteil ist von einem normalen Strahlmittel, ist die Hitzeentwicklung. Ja, ist klar, es trifft bei 2, 3, 4 Bar auf. Du hast eine Reibung, es wird richtig heiß. Teilweise kann das Blech sogar glühen, gell, wenn man das falsch behandelt. Und da haben wir einfach gesagt, es muss anders gehen. Da haben die Leidenschaft Oldtimer schon ja, 15 Jahre. Mhm. Und ich selber habe auch schon sehr lange Strahlerfahrung, jetzt auch mit der, ja, 17 Jahre sind es jetzt schon, wo ich da dabei bin. Und wir haben uns halt Gedanken gemacht, wie kann man das irgendwie schonend machen, sodass man den Oldtimer-Fahrer auch glücklich macht. Ja. Und er hat nicht danach, er schlägt die Hände im Kopf zusammen, er bringt ja quasi eine Perle her und hat danach wirklich eine Wellblechgarage. Auch wenn es auf den ersten Blick erstmal nicht so glücklich aussieht. Genau, also wenn irgendwo durch Rosten sind, dafür können wir natürlich nichts. Aber man kann gut vorbeugen mit einer ordentlichen Entlackung, dass es nicht noch schlimmer wird, wie es eigentlich schon ist. Hier haben wir jetzt Wartburg 311 Coupé. Das ist eine Zeit, da wurde sehr, sehr viel mit Karosseriezinn gearbeitet. Gibt einfach die Zeit her. Teilweise waren die Werkzeuge noch nicht so weit, dass man die Bleche so formen konnte. Das heißt, man musste viel künstlich mit Zinn nachhelfen, ab Werk schon. Die Karmanchia, Porsche 356, habe ich vorhin schon mal gesagt. Genau, ja. Das war alles nichts anderes, ist immer so gemacht. Du hast den Karosseriezinn gerade hier hinten an den Säulen ganz dick drauf, da sieht man den noch schön erhalten noch. Und wenn man jetzt mit was grobkörnigem strahlt, wie mit Schlacker, mit Sand oder was auch immer, oder auch mit Glasperlen, das ist so aggressiv, das holt den Original-Karosseriezinn runter. Der ganze Arsch hier ist alles original gezinnt, in Eisenach, schönen 50ern. Und wenn man das alles runterstrahlt, dann hat der Karosserierer einfach nicht mehr die ursprüngliche Form und hat somit noch viel, viel mehr Arbeit, das wieder herzustellen. Bei uns läuft das so, wir haben für jedes Fahrzeug extra eine Aufspannvorrichtung. Wir spannen die auf dem Drehgestell, können die Karosserie in 360 Grad drehen und können bequem dran arbeiten. Ja. Die Karosserie wird zuerst mit Kunststoffgranulat gestrahlt. Komplett? Komplett. Die ganze Karosserie wird mit Kunststoffgranulat gestrahlt. Der Vorteil ist, du bringst keine Wärme ins Blech, es wird auch kein Verzug. Ein ganz großer Vorteil ist auch noch, du erhältst den Original-Karosseriezinn
Und du hast ganz viele, bei alten Fahrzeugen, viele Lotnähte überall, Hartlot. Ja. Das bleibt auch alles erhalten, wird sehr gut ersichtlich, wo das ist. Ja. Und das ist auch ein ganz großer Vorteil vom Kunststoffstrahl. Ja, der größte Vorteil ist halt, du bringst keinen Verzug rein. Ja, und ihr macht das im Prinzip im ersten Schritt eben deswegen, und sagen wir mal, das Grobe jetzt wie Farbe, so Dreck und Käse, alles erstmal runterzuholen. Genau, jetzt holen wir alles runter, machen die Karosse einmal nackig. Ja. Dann kommt der große Nachteil vom Kunststoffstrahlen. Kunststoffstrahlen bringt keinen Rost weg. Ja, genau. Das Ding ist quasi komplett entlackt. Ja. Aber der Rost ist komplett noch da. Ja. Und dann geht man auf Glasperlen. Das ist ein, ja, eine Mischgranulat. Das ist einfach gebrochenes Glas ist das. Ja. Dann nehmen wir ganz wenig Druck, viel Strahlmittel und hauchen die Rostnarbe sauber. Ja, bis die wirklich komplett sauber ist. Weil nur so kriegst du die sauber. Ja. Und dann ist das, die Karosse wirklich komplett blitzeblank nackig. Dann geht eine Qualitätskontrolle rum. Also einer, immer ein externer Richter gearbeitet hat von unseren Jungs, geht dann ran, geht nochmal rum mit der Taschenlampe, guckt nochmal nach, wo ist was. Dann markieren wir mit Markierspray alle Stellen. Ja. Wird nochmal nachgeputzt, die Karosse. Ja. Dann wird die auf den Dreh gestellt, teilweise 2, 3, 4 Stunden, je nachdem was fein ist, ausgeblasen. Man kennt das von der Hohlraumkonservierung. Ja. Habe ich vorhin schon mal erzählt. Da wird mit Schlauch gezogen langsam, bis die Karosse wirklich leer ist. Weil wir hören es ganz oft oder fast sogar täglich, dass wenn so eine Karosse vom Nachschrauber kommt, du machst immer die Lüftung an, auch bei luftkühlen VWs sitzt du in der Wüste drin. Ist halt, man kann es nie garantieren, dass alles raus ist, aber wir sind bemüht, zu 90% die Falze und alles rauszubekommen. Ja. Was es bei dem Auto hier nicht ist, du hast ja keine große Naderdichtung irgendwo drauf. Richtig, wenn du jetzt ein Auto machst wie Einser Golf oder die Caddy ist die BMW E30, was jetzt alles nachruckt, jetzt auch die 2er Golf, die kommen jetzt, die Rallye ist die G60, die werden alle restauriert jetzt schon. Ja. Da hast du überall Nahtabdichtung drauf, in ganzen Falzen. Wenn man das nicht runterholt, sieht das mal gut aus, aber ganz oft ist unter diesen Falzen auch Rost drin noch. Ja. Ganz, ganz oft. Da haben wir super Nähte, wir strahlen die auf und dann, ach du Scheiße, da ist vergammelt. Ja. Das bringt ja nichts, wenn du es drauf lässt und dann nach 2, 3 Jahren das Ding ist lackiert, gammelt es dann wieder. Gell? Ja. Also ist jetzt quasi ja kein, also echtes Sand, also Sandgestrahl hat dann ja dann quasi ja nicht. Der Oberbegriff ist immer Sandstrahlen. Okay. Ist immer, es gibt kein, der Oberbegriff ist Sandstrahlen, aber die ganzen Strahlverfahren gehen da drüber drunter. Wenn du mal Sandstrahlen googelst, sind die ganzen anderen Verfahren noch mit drin. Ah, okay. Ja, aber es ist nicht sandgestrahlt. Ja, in dem Sinne nicht. Also wir hören das auch nicht gerne, aber das Oberbegriff ist nicht mal so. Okay. Ja, wir können auch im Industrieteil lieber machen, aber die Jungs, die hier dran arbeiten, die sind Jungs, die fahren alle Oldtimer, die bringen die Leidenschaft. Deswegen auch, warum strahlt genau, Deluxe? Wir sind alle Oldtimer-Fahrer, wir lieben das Altblech genauso, machen das wirklich auch mit Leidenschaft hin. Teilweise streiten sich unsere Jungs drum, wer das Auto jetzt macht, weil die einfach alle geil drauf sind und wir haben da Bock und dann drauf. Danach, ja klar, kannst dann danach sagen, wenn es irgendwann mal schick da genau, steht. Genau, und ich kenne das auch bei anderen da geht es auch schon wieder eine Karosse. Und dann spannen die auf Böcke, legen die Stauden drunter und sitzen da wie in so einer, im schwarzen Raum, siehst nichts mehr, siehst du Hand vor Augen nicht. Ja. Da muss ja alles gegeben sein, gell? Wir haben ja hier mit Durst, mit dem Anlagenhersteller auch super Möglichkeiten. Gell? Zuluft, Abluft stimmt, also wir haben da drinnen wie Tageslicht, können da ordentlich arbeiten. Ja. Weil wenn du irgendwo einen halben Meter im Dreck stehst und siehst, wie gesagt, der Hand vor Augen nicht, machst du keinen Spaß. Ja. Und wie lange hat das jetzt, sagen wir mal, vom Aufspannen bis zu dem Schritt, oder vielleicht fahren wir mal vorher, das was jetzt drauf ist, ist ja nochmal wie so eine Art Rostschutzgrundierung, oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist schon eine gute Grundierung. Also auch wieder, warum Strahlwerk Deluxe? Wir haben die Lackierkabine direkt für die Grundierung, die Lackierkabine haben wir direkt neben der Strahlkabine. Ja. Nicht da, wo wir unsere Oldtimer lackieren, die ist weiter weg, weil es wird sich beißen mit dem Strahlen. Richtig, weg. Aber für die Karossen haben wir eine Industrielackieranlage, wo die direkt, wir stimmen uns ab mit unseren Lackierern und sagen, heute 13.30 Uhr ist die Karosse fertig zum Grundieren. Na? Und dann passt es auch, dann wird die rübergeschoben, wird direkt aus dem Strahlraum raus, fertig ausgelassen zum Lackierer und geht direkt los. Der Vorgang dauert keine 20 Minuten und die Karosse geht schon los mit Grundieren. Ah, ja. Weil man hat früher viele Karossen auch blank transportiert. Ja. Und wenn die Luftfeuchtigkeit, wenn die Zeit gerade hoch ist, dann hast du sofort wieder Korrosion. Gerade wo die Rostnarben sind, hier, das läuft an, wird wieder braun und da ist dann nicht so schön. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Und diese 2K Epoxy von Spies-Hecker und sowas ordentliches, was mit jedem Lacksystem kompatibel, also nichts irgendwas billiges. Es muss was ordentliches sein, weil der Lackierer, der später das Auto mal lackiert, der will auch eine gute Basis haben. Der willst du auch sagen, was das ist. Wenn du irgendwo gibt es ja Bilder aus dem Baumarkt, diese rotbraune Grundierung geholt. Ja. Da tötet sich jeder Lackierer dafür, wenn du das drauf hast, weil die können damit nicht, das ist kompatibel mit dem Lacksystem, richtig, mit 2K Lacksystem. Ja. Sag mal so, vom Aufspannen, bis sie jetzt hier, ich sag mal, so steht oder durchgetrocknet ist, wie lange habt ihr da jetzt dran gesessen oder strahlt? Also bis sie blank ist, die Karosse, bei der Größe so 3 Tage, 3x8 Stunden. Oh ja. Da ist die blank, dann wird die ausgeblasen nochmal. Ja.
drei Stunden so ungefähr bei der. Und dann grundieren, ja, das ist jetzt nicht eine halbe Stunde oder so. Ja. Und jetzt hier solche Stellen zum Beispiel, ja, das sieht ja, ist das wie aufgequollen oder, weil das sieht ja jetzt nicht aus wie klassisch, wie hier jetzt nicht so vernarbt, verrostet. Hier war halt auch extrem viel Spachtelmasse drauf. Ah. Da siehst du halt nicht, was ist vorher drauf. Du weißt, ja, also wir haben teilweise aus Amerika Restaurationen da, irgendwelche Bullis oder kann man, die kommen wirklich an, die sehen aus wie aus dem Ei gepellt, haben leichte Risse irgendwo. Ja. Und da strahlen wir die, wir hatten schon bis zu 13 mm Spachtelmasse drauf. Ja. Oh, das ist halt krass, du siehst, das ist wirklich plastisch hinmodelliert, die Autos. Ja, ja. Und gerade, sagen wir mal, zu DDR-Zeiten waren das ja Autos, die mussten wieder fahren. Ja, beim Coupé, das war schon trotzdem Luxus damals auch schon, gell? Ja, ja. Aber die Autos wurden immer halten, immer am Leben halten, gell? Ja. Und das ist halt, da ist der von Wappen wurde schon gut. Wir hatten ja schon Fahrzeuge, da wurden hier Fläche aufgetackert und gemacht und außen hier einfach auf der Fläche. Dann hast du einfach noch drüber gespachtelt, ja. Mit irgendwelchen GFK-Matten da gearbeitet, modelliert. Das war früher Mode hier, so mit GFK-Matten, ja. Also aus der Zeit komme ich auch noch, sag ich mal, mit der bösen das war halt so, genau. Ja. Ah ja, okay. Dann hörst du, dass der Anspruch halt höher. Ja. Vom Oldtimer-Fahrer sagt ja auch, ich fahre damit nie wieder groß im Winter oder im Regen. Es muss jetzt einmal ordentlich sein und eine Grundbasis schaffen. Ja. Und da ist das hier schon eine feine Sache. Okay, und ich sag mal, was du jetzt hier zum Beispiel siehst, hier, die Schweißpunkte hier zeichnen sich ja alle ab. Ja. Auch hier, ne? Wenn du jetzt ein Becher rausbohren willst, das kannst du ja machen, du siehst die Schweißpunkte noch. Wenn du jetzt mit was groben strahlst, sind die Schweißpunkte alle verfremdet. Ja. Du hast nur eine Fläche, die ist rau, aber du siehst gar nicht mal, so kannst du die Karosserie auch rangehen. Ja. Du könntest jetzt ja auch sagen, in Schleifberg stellst du das blank und siehst die Schweißpunkte wieder. Ja, ja. Wenn du so was groben machst, meine strahlen ja sogar mit Stahlkiesen, wir haben alles schon gehabt hier. Ja. Ja, also VW Kübelwagen mit Stahlkies gestrahlt, kam hier, das Ding war komplett krumm, kam dann hier an, ob wir was machen können. Dann ist es so vorbei. Ja, ja. Aber da haben wir sich wirklich schon viel draus gelernt. Und naja, ich sag mal, das ist ja jetzt auch, wenn wir jetzt das Thema Oldtimer und so generell, sag mal, im Mund nehmen, dann ist es ja so, die steigen ja in der Regel im Wert. Und wenn ich da eben, ich sag mal, wie jetzt bei dem Auto ein paar Mal hingelegt habe, das wird bei so Gia und wenn Porsche davor steht als Name sowieso nicht das, anders sein, ist nicht anders. Dann willst du ja, also es war jedenfalls meine Intention, dann will ich halt das nicht noch komplett versauen. Ja, ich meine, wenn es schon so sein und es war ja, es zeichnete sich ja ab, dass so ein paar Stellen kommen, dann ist das auf jeden Fall 10-mal besser, wenn am Ende auch noch was übrig bleibt. Weil ich meine, ich denke, wenn du jetzt hier wirklich mit Sand drüber boostest, dann hättest du jetzt hier wahrscheinlich hier so noch. Ich meine, das ist eh kaputt die Stelle, gell? Aber dann wird es ja. Weil gerade solche Bereiche hier, die sind dann wirklich kaputt. Oder das Dach haben wir auch ein bisschen reingestrahlt, das ist dann schon nicht ohne. Und wie viel, ich sag mal, wie viele macht ihr so im Jahr an? Was muss ich mir. Ich kann nicht so sagen. Ist das. So strahlen da mal so an die 50 Karossen. Ja. Im Jahr. Okay. Wir haben ja viele Motorräder auch noch dabei, nebenbei noch. Ja. Und die Trockeneisschalerei, das wird auch gerade sehr gut angenommen. Das heißt, der komplette Oldtimer, wo du Unterböden reinigst, Motorräume reinigst. Ja. Also wir haben schon einen guten Durchschluss hier. Ja. Aber immer die Qualität schon im Vordergrund. Machen lieber klassisch als Masse. Ja. Sondern da machen wir ein bisschen weniger. Wir haben auch eine Industriestrahlanlage, da machen wir lieber, konzentrieren wir uns da noch ein bisschen mehr drauf. Ja. Und machen das wirklich, bleiben da hier bei Leidenschaft, weil sowas darf nicht zum Industrieprodukt werden. Dann ist da alles verloren. Auch mit dem Wert. Ja. Sagen wir immer, wir fahren das selber Oldtimer. Ja. Viele spekulieren da, gibt es ja welche, die haben die Oldtimer nur gekauft, weil es irgendwann mal Kohle bringt oder so. Hm. Und wir sagen halt, ist schön, wenn es im Wert steigt, aber man macht das für sich selber. Richtig. Gell? Richtig. Richtig. Und wenn man das jetzt verkaufen würde, nur macht das dann noch, lohnt sich gar nicht. Ja. Du sagst, die Restauration ist am Ende der Wartburg gar nicht wert. Ja, ja, aber wenn ich das mit Liebe mache für mich selber, dann wollte ich gerade halt sagen, so. Das hat ja dann einen ganz anderen. Ja, ganz anderen, ich sag mal, der Oldtimer-Markt, der ist schon in den letzten Jahren sehr stabil. Ja. Aber so gerade, wenn die Kräte noch ein bisschen mehr kräht. How dare you! Dann das habe ich auch gesagt. Kann der Markt doch mal ganz schnell zusammenbrechen. Ist ja, und dann sind die Kisten dann immer nichts mehr wert. Ja, ja. Ich habe auch gesagt. Wenn die dir sagen, du darfst jetzt mit der Oldtimer nicht mehr fahren. Keine Zwittakter mehr. Oder das Hackenzeichen, die Regularien wären noch krasser, jetzt sind sie alle aus, die 50 Jahre alt sind, nur noch Oldtimer oder irgendwas, die lassen sich schon irgendwann wieder was einfallen, das wird irgendwann kommen. Ja. Noch ist es nicht so, dass wir glücklich, wir können die Kisten einfach schön frei bewegen, aber irgendwann schieben sie da bestimmt einen Riegel davor und solange wie das nicht ist, dann sollten wir das nutzen. Selbst wenn sie es auch 50 Jahre, ist der ist eh älter. Die kann krähen, wie sie will. Ja, genau. Ja, aber es ist wirklich so. Aber viele haben im Prinzip auch, wenn ich mit denen so geschrieben habe oder wenn ich halt so berichtet habe, viele denken ja auch, dass Strahlwerk Deluxe, Karosseriebau, Lackierung, Satteln und alles, dass das alles zusammen ist. Aber das ist ja bei euch bloß alles an einem Ort, ein Standort hier, der ist Ultimo Hotel. Ja. Wir haben den Classic Constructions unten den Max, der Karosseriebau. Ja. Dann Strahlwerk Deluxe Paint Shop, das mache ich mit. Das ist die Lackierung. Ja. Dann haben wir Sattlerei Luise, das ist unsere Sattlerin, die ist in der obersten Etage. Ja.
Und wir haben einen Roboter unter Motorenbau. Mhm. Und alle Gewerke zusammen haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Mhm. Und nur so funktioniert es auch. Gell? Wenn da irgendwo in, ich sag mal, in Fuscher dabei wäre, da bricht so ein Kartenhaus ganz schnell zusammen. Ja, klar, weil dann ist ja der ganze Name ist ja dann. Das ist dann der Vorteil hier vom Oldtimer Hotel in Saalfeld. Du hast auf einem Gelände, wir haben auch den David noch drüben, Design und Sound, da baut sie wirklich die alten Kahlbäume noch, gell? Wie die stoffummantelten Kahlbäume, ist super. Ah, ja. Da gibt es ja kaum noch Leute, die das beherrschen, die das machen. Ja. Und da hat er auch die Leidenschaft mit dem Febel dafür. Und normaler sagt, ja, zum Teufel mit dem Zeug, gell? Ja, weil es so fummelig ist dann wieder, Und baut das wirklich noch, wie das früher war, auf 6 Volt Technik und mit den ganzen Relais und wie auch immer. Ja. Und das ist halt wirklich hier auf dem, an dem Standort wirklich ziemlich cool. Und die Firma Durst gibt uns hier die Möglichkeit, die das ganze Gelände hier gehört. Mhm. Wir haben immer die modernsten Anlagen. Die modernste Technik. Ja. Und wenn irgendwas Neues bei denen anfällt, dann testen wir das auch für die. Gerade was Strahlanlagentechnik ist, Absaugentechnik oder selbst Beleuchtung in der Lackieranlage. Ja. Ist halt auch gut für die ein Referenzprodukt. Und wir, klar, für euch auch. Ja, es ist so eine Win-Win-Situation. Und wir arbeiten super mit denen hier zusammen an dem Standort. Und die bringen halt auch die Leidenschaft, der Chef von Durst und die ganze Familie bringt die Leidenschaft auch wie wir hier. Und das ist halt Hand in Hand, wir gehen da schon mal ins Oldtimer-Hotel rein. Ja, das wollte ich gerade fragen, weil das ist, man kann sich ja darüber nicht so richtig nicht vorstellen. Wir sind beim, als wir hergebracht haben, konnten wir nicht rein, aber dafür vielleicht jetzt. Genau, machen wir jetzt. Oh. Ja, Oldtimer-Hotel ist jetzt kein Hotel zum Schlafen, es ist ein Hotel für die Fahrzeuge. Ja. Es sind viele Fahrzeuge, eigene Fahrzeuge vom Oldtimer-Hotel hier und auch einige Einmietungen. Ja, man kann sich Fahrzeuge auch einmieten, man kann da auch verschiedene Pakete dazu buchen, soll mal einen Service dran gemacht werden, Überwinter. Manche stellen das rein und buchen sogar dazu, dass die Fahrzeuge mal bewegt werden, über keine Zeit zum Fahren. Krass. Oder ja, verschiedenste Sachen halt. Ne? Und ja, wenn ich das dahinter, sieht ja fast aus wie ein Büro. Was, ist das, nee, das ist das nur Deko? Das ist ein Barbershop, werden wir noch. Ach, das haben wir gesehen. Aha. Ja, man kann auch hier schöne Feste feiern. Wir haben hier auch eine Bar. Das ganze Party Location nutzen für Hochzeiten, runde Geburtstag, Firmenjubiläen und sowas. Da kann man die Oldtimer auch beiseite fahren und fährt so raus. Ja. Man kann hier eine geile Atmosphäre schaffen, gell, im Industrieflair. Das sind hier die Hochzeitscabrios, die wir haben. Da. Also das läuft dann alles unter, das läuft dann aber alles unter, Oldtimer-Hotel Saalfeld. Das Oldtimer-Hotel ist das Dach und hat die verschiedenen Gewerke der Restauration rundherum. Ach so, okay. Ja. Und Strahlberg ist eigenständig, Staffelungsleitung ist eigenständig, Saberei ist eigenständig, die Gewerke sind schon alle eigenständig. Ja. Aber wir arbeiten alle engstens als Oldtimer Hotel, als Gruppe zusammen. Die ganzen Restaurationen laufen meistens über mich. Ja. Weil ich bin der, wo die Ruine ankommt. Gell? Ich bin das erste Glied in der Kette, das ist nochmal so. Und ich bin auch der, wo das Fahrzeug wieder rausgeht, wenn es ins Lackieren geht. Ich bin quasi der erste und der letzte Part und koordiniere die ganzen Restaurationen, bringe die zusammen mit dem Karossierbauer, mit dem Sattler. Und das ist halt eine schöne Hand in Hand Zusammenarbeit. Und sag mal, also ich habe jetzt hier noch, aus dem Osten habe ich ja noch keinen gesehen. Wie ist denn? Ist schon gesehen habe ich noch nicht. Hier ist ja amerikanisch lastig. Wollte ich gerade sagen. Wir sind da komplett offen. Ja, wollte ich gerade, aber wie ist so, sag mal, habt ihr mehr so, ich sag jetzt mal mehr Westbleche oder mehr Ostbleche? Es schwenkt gerade um. Also, viele Jahre waren die, ich sag mal, in Trabant und in Magdeburg noch nicht so viel wert, dass es sich lohnt, den Aufwand zu betreiben. Ja, das stimmt, das sag ich auch. Aber mittlerweile ist es wirklich so, wir haben einen 311er, der will nach dem anderen, jetzt kommt wieder ein Coupé. Ja. Nächste Woche holen wir ein 311 Camping. Ja. Jetzt haben wir auch schon Framos und alles. Am Anfang war das nicht so, da hast du halt nur Porsche 911 Bullis, was halt wertstabil war. Ja, ja, aber die ziehen jetzt alle nach, gucken, was jetzt ein gutes Coupé kostet. Und dann sehen die Leute auch, da sag ich mal, in den Sinn, dass so ein Aufwand in der Restauration zu stecken. Guck mal, gut, Trabant, den kriegst du heute, ich sag mal, da bist du schon bei 3.000, 4.000 Euro. Ja, klassisches Beispiel sind die Mopeds, vor 10 Jahren hast du von Kasten Bier teilweise eine Schwalbe gekriegt, auch 15 Jahren. Ja. Und jetzt kostet so ein Ding schon als Ruine richtig Kohle. Richtig, 3.000 Euro, eine Schwalbe. 100%, das auf jeden Fall. Man hätte halt eine Schwalbe oder sowas, auch keiner so viel Geld gesteckt, gell? Aber jetzt, naja, jetzt in Anführungszeichen, jetzt lohnt es sich auch wieder. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich stecke jetzt ein paar Mark da rein, ich weiß ja auf jeden Fall, dass er erstmal an Wert nicht fallen wird. Ja, kriegst du auch wieder. Ja. Ja, das ist wirklich eine Großbäckerei hier, das ganze Gelände. Ja. Und das ist auch noch original Fußboden, die original Klinker an der Wand, das ist wirklich so erhalten worden, dass es alles authentisch ist. Gell? Man hätte das auch über restaurieren können, aber das wollten wir nicht machen. Das ist alles erhalten. Ja, das ist schon wirklich schön. Ja. Da hinten haben wir noch eine Bar, die Herrenzimmer haben wir hier für die Veranstaltung. Herrenzimmer, die haben wir nicht. Das heißt, Robert seine Munition, oder? Ich hab sie jetzt einfach nur so rausgehauen. Oh ja! Das ist ein Stück in die Uwe Motoclub. Ja, das ist ganz selten. Alter, krass. Original mit roten Reifen, das ist alles so original. Ja, echt? Aha, 20er Jahre. So, hier sind also die Wehr, Wahnsinn. Da hinten die Audi ist im Originallack.
Ja. Hier ist der Roboter schon mehrmals zu irgendwelchen Rallyes gefahren, die fährt voll funktionstüchtig. Das ist krass. Hier ist eine Abo, das kannst du alles noch mal bezahlen. Wahnsinn. Ich hab ziviler Typ. Und ich fahr Webertor. Das ist ganz selten. Das ist nicht so geil, aber. Ja. Was? Das ist nicht so geil, aber. Das kennen nicht viele. Ja, das war so, davon gab es eine ganz limitierte Auflage nur. Ja. Damit wollten sie halt nochmal so nach der Wende wen nochmal auftrumpfen. Wen auch immer sie damit holen wollen. Jetzt, ja, ist es auch selten, gell? Ist auch, naja, jetzt ist es nur noch. Ja, weil es halt, es gibt nicht viel. Wollte ich gerade sagen, nur weil es halt selten ist, ist halt jetzt wieder. Das Modell hieß Trems, das sieht man hier noch. Aha. Und es war halt ein Kübelwagen für Zivil, soll ja ein cooles Cabrio sein. Buggy, wenn wir weh. Ich glaube, die hatten doch auch mal von Wartburg hier, wo die diese, wo sie der, nicht der Trans, da wollten sie auch mal so ähnlich, so eine Geschichte hier machen, ja, für den Jäger hier und so. Ja, ja. Weißt du, gibt es da so ein Werbefoto? Der Wartburg hat ja eben das Dreier, gell? Nein, nein, nein. Ja, muss man mögen. Ja, das trifft's wohl. E21 Alpina. Jetzt ist man 20 Meter weg. Eieiei. Komplett im Originalzustand, gell? Nie restauriert, also alles unberührt. Boah, das ist ja hart. Hinten ist auch was Cooles, das ist die Basis vom Edelweiß Mercedes. Ferrari ist das die Basis gewesen. Aha. Dazu. So musst du dir den Ferrari vorstellen, bevor er umgebaut wurde als Replik. Ja. Ach ja, stimmt, ja. Das ist die, was er auch mal hatte. Die GTO-Replika. Geil. Ach, so ein geiles Auto, so ein Supersportwagen aus Japan. Mhm. Das ist der meist gebaute Sportwagen der Welt. Wissen Sie wenigstens. Oh, mich eingeschlossen. Genau. Aber der BMW-Flash ist natürlich krass. Der auf den, auf der Riesenscheinwerfer. Der flasht mich ja jetzt hier wirklich am meisten, muss ich sagen. Also, ich habe schon ein paar Mal diese Alpina, diese, ja, Felgen. Die gibt es ja jetzt schon als Replika wieder. Ja, das ist, die sind so einfach und aber trotzdem so geil. Also, ich persönlich. Das ist so schwer. Das ist super, das ist der Uhr E30, so ein bisschen, ja, von der Front so. Ja, E21. Geil. Das ist schon cool. Absolutes Highlight. Ja. Nicht in der Saison. Dann ist das Cabrio Baujahr mit dem größten Heckbrett in den USA. Wir kennen ja die Stinkheckbrette und beim Panda liegt die Heckbrette. Das Ding ist ja auch gefühlt 6 Meter lang. Also 6 Meter wird es auf jeden Fall lang sein, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 5,3 Zentimeter. Naja, vor allem in der Karre kommst du in keine Bocklik rein. Nee. Aber es ist ein sehr schönes Auto, fährt sich ja schön. Also wir fahren da auch Hochzeiten ganz regelmäßig. Ja. Findest du schon? Ja, wir sind wieder gut gelandet. Hat alles soweit so gut geklappt. Wir haben sogar noch Prominenz getroffen. Der Robert von Edelweiß war noch da. Haben mit denen noch ein kurzes Schwätzchen gemacht. War eine sehr erheiternde Nachmittagsrunde. So zum Freitag kann man das echt wirklich mal machen. Wie gesagt, sind jetzt wieder zurück. Und ich würde euch jetzt gerne ein paar Stellen zeigen, die ihr vorher noch nicht gesehen habt. Das sind auch nicht viele. Ich sag mal so, was ja vorher schon klar war, das war ja auch die erste Seite oder die zweite Seite, die ich vom hinteren Kotflügel abgemacht hatte, sind halt die hier. Das ist soweit so klar. Na klar haben wir auch im
ich sag mal, im Radlauf ein paar Durchrostungen, wo ich aber sagen würde, da ist noch relativ viel gesundes Zeug dahinter oder ringsrum. Die jetzt irgendwie neu einzuschweißen oder was, glaube ich nicht. Müssen wir den Blechbumser nochmal fragen. Ansonsten, wie gesagt, hier unten ist halt auch so eine Stelle. Die hat man nur so, ich sag mal, mehr oder weniger so krass nur noch nicht gesehen. Also das sind einfach nur die Kabel hier oder die Abläufe. Also nicht nee, die Kabel hier noch von hinten. Die ein bisschen aussieht, generell der Schweller hier auf der Seite im unteren Bereich. Das war ja das, wo ich gesagt hatte, dass schon mal jemand einen Warenheber verkehrt angesetzt hatte. Das scheint sich jetzt auch durchgezogen zu haben, weil die Jungs von Strahlwerk halt auch erzählt haben, dass relativ viel Spachtel an manchen Stellen dran war. Sehe ich jetzt aber als nicht so kritisch. Genau wie die A-Säule auf der Fahrerseite. Das Loch hier oben, das kennt ihr schon. Hier unten, das hat man ja auch schon mehr oder weniger befürchtet, sag ich mal. Aber es gibt ja diese Bleche auch einzeln. Also ich glaube nicht, dass hier die komplette A-Säule neu eingeschweißt werden muss, ja. Genau wie hier meine guten, oder warte, ich mach's einfach mal so. Die guten Löcher hier oben. Das war ja auch klar, dass wir die machen müssen. Die schlimmste Ecke aus meiner Sicht ist eigentlich, oder die schlimmste Stelle ist aus meiner Sicht eigentlich hier oben die Leiste, weil es dafür halt nicht jetzt, sagen wir mal, Reparaturbleche aus dem Laden gibt, ja. Der schöne Unterlegscheiben, wie heißt er? Scheibenwischer hat im Prinzip auch da sein Übriges getan. Das Loch ist ein bisschen größer, aber auch das ist nicht wesentlich mehr geworden als das, was wir vorher schon mal gesehen haben. Die A-Säule, Beifahrerseite, ja, also da ist wirklich nicht mehr viel übrig geblieben beim Strahlen. Aber mein Gott, genauso wie hier wird wahrscheinlich, also weiß ich nicht, weil hier der Schweller im Prinzip, der Außenschweller an der Seite auch relativ durch ist. Aber ich glaube, das ist halt auch so eine Stelle, ob der da überhaupt getauscht werden muss, sei mal dahingestellt. Genau wie die Stelle hier unten, auch das hat man schon ein bisschen gesehen, dass das hier so aufgeplatzt war. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt erstmal relativ entspannt. Das war die Stelle, die unheimlich stark gespachtelt war. Das sieht man jetzt vielleicht nicht, aber man merkt halt so beim Drüberfassen, dass hier doch die ein oder andere Stelle dran ist. Und ja, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass wir volle Bude durchstrahlen, ist das Bodenblech. Ja, weil hier hat man ja eigentlich schon mal einen Schraubenzieher durchgesteckt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, gleich ganz am Anfang, ein drittes Video oder so. Aber nichts da, alles soweit so gut. Ich bin wieder ruhig, ein bisschen. Das ist immer, wenn man erst nur die Bilder sieht und dann immer die ganzen Hiobsbotschaften. So. Das war eine schwere Zeit, ja. Aber jetzt alles cool, alles easy, würde ich sagen. Morgen stelle ich die ganze Geschichte mal einem Karosseriebau vor. Und der wird sich der Sache mit großer Wahrscheinlichkeit auch annehmen. Das heißt, brecht euch die Karosse gut ein. Sie steht nur ungefähr 10 Stunden hier und dann ist es schon wieder weg. Es geht also Schlag auf Schlag, wir machen weiter und sehen zu, dass wir hier weiterkommen. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen dieser, zumindest für mich, besonderen Folge. Ich will an dieser Stelle nochmal Danke sagen an Robin von Strahlwerk dafür, dass er unsere laienhafte Kamerathematik hier so mit durchgezogen hat. Gut, meine laienhafte Moderation, deine perfekte Kameraführung. Und ja, dass er uns das möglich gemacht hat, an Robert von Edelweiß, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns einfach nochmal ein Schwätzchen zu machen. Hat mich sehr gefreut, bin so im Moment jetzt relativ glücklich. Ich möchte jetzt alleine mein Zimmer sorgen. Ja. Und ja, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschalten, Einschalten, Abonnieren. Und dann bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüssi. Tschüss. Ciao.